hängende Köpfe bei den Fans vom FCK. Der Betze verliert nach 13 Spielen ohne Niederlage mal wieder ein Ligaspiel. Wobei man auch sagen muss, dass 60 eine sehr, sehr gute Mannschaft hat und heute einfach besser war. Da hat Mike Wunderlich absolut recht. 1860 gewinnt verdient das Nachholspiel des 23. Spieltages. Alles rund um das Spiel gibt's jetzt. Dein FCK Folge 22. Servus Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid und es ist passiert, die erste Niederlage, die ich hier in der Sendung habe. Macht echt keinen Spaß, so eine Niederlage zu moderieren. Und dabei hat eigentlich alles so gut angefangen. Traumstart für den FCK. Wunderlich, das Schlitzohr, fängt den Rückpass von Salga ab, umkurvt Keeper Hiller und schiebt früh zur lauter Führung ein. Nach 2-3 Minuten war es direkt. Eigentlich perfekt, dann spielen wir auch gut 10-15 Minuten und verlieren dann ein bisschen die Faden. Besser hätte es gar nicht laufen können für den FCK. Du machst auswärts früh das Tor und danach musst du es einfach etwas cleverer spielen. Wir sind gut in die Partie reingekommen, gehen 1-0 in Führung und das spielt uns normalerweise in die Karten. Und ja, dann ist es halt so, dass wir, glaube ich, dann auch noch die Phase noch ganz gut überstehen. Ich glaube auch noch die Chance hatten auf 2-0, den nutzen wir nicht. Was Marco Antwerpen anspricht, ist diese Szene. Götze erobert den Ball im Mittelfeld und schickt mit dem ersten Kontakt Kiprit auf die Reise. Der versucht Hiller zu überlupfen, scheitert aber am Münchner Schlussmann. Wenn du da das 2-0 machst, ist das Ding eigentlich so gut wie gelaufen. Ich weiß, sagt sich natürlich sehr, sehr einfach, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt. Nach dieser Szene kam nur noch sehr wenig vom FCK und 1860 wurde immer stärker. Danach haben wir uns komplett den Schneid abkaufen lassen. Da sind sich Marco Antwerpen und Mike Wunderlich absolut einig. Ab der 15. Minute hat 60 eine sehr, sehr gute Raumaufteilung gehabt. Wir haben Probleme gehabt, dagegen zu halten. Und zweite Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Die Konter spielen wir zu schlampig. Und insgesamt war es aber deutlich zu wenig, um bei so einer Mannschaft hier zu bestehen. Und als wäre das verpasste 2-0 nicht schon nervig genug, sieht Mike Wunderlich auch noch seine 5. gelbe Karte. Ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, ich gehe zum Ball, der Torwart kommt raus und dann spekulierst du da drauf. Ich bin da gar kein Typ für irgendwie eine Schwalbe zu machen, aber dann hast du es einen Bruchteil von Sekunden, dann wartest du auf den Kontakt, der kommt nicht, aber dann ist es schon passiert. Natürlich ärgerlich, weil es die 5. Gelb ist und wir gegen Osnabrück spielen. Aber Mike ist fair, entschuldigt sich direkt bei Hiller, weil getroffen wurde er nicht. Nein, der müsste ich ja lügen. Ja, und das wollen wir ja alle nicht. Die Lauterer hatten in der 19. Minute etwas Glück. Winkler hält Löwenstürmer Bär an der Schulter, aber Schiedsrichter Martin Petersen pfeift nicht. Ja, ist für mich auch eine 50-50-Entscheidung. Aber wenn Schiedsrichter Petersen auf den Punkt zeigt, darf sich der FCK nicht beschweren. Wie dann der Ausgleich fällt, ist natürlich mehr als bitter. Biancardis Schuss ist eigentlich total ungefährlich. Bär bekommt den Ball an die Hacke und wird so unhaltbar abgefälscht für Matteo Raab. Das Ganze war in der 26. Minute. Und danach passiert erstmal eine ganze Weile gar nichts. Ja, ist so. Irgendwie ein komisches Spiel in der zweiten Halbzeit. Keine wirklichen Torchancen, viel Mittelfeldgeplänkle, nicht so viel los in München. Und wie dann das 2-1 für 60 fällt, ist irgendwie bezeichnend für das komplette Spiel. Raab und Kraus sind sich nicht einig. Bär kommt an den Ball und wird dann total überflüssig an der Grundlinie von Çiftçi gefällt. Die Entstehung von diesem Freistoß war komplett unnötig. Zallig bringt den Ball in den 16er, wo Kevin Godin mutterseelenalleine den Ball zur Münchner Führung einschieben kann. Leute, wie frei ist da bitte Godin? Sowas wird selbst in der Kreisliga bestraft. Ja, ist so. In der 89. Minute hat dann Çiftçi doch noch mal den Ausgleich auf dem Fuß. Götze und Çiftçi spielen es wirklich schön. Der Abschluss ist dann aber kein Problem für Marco Hiller. Ja, war jetzt auch nicht wirklich zwingend, um ehrlich zu sein. Und dann war's das auch schon. Der FCK verliert nach schwachem Auftritt in München. War das vielleicht ein Dämpfer zum genau richtigen Zeitpunkt? Schreibt uns einfach mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber das ist alles kein Beinbruch. Nein. Mal ein schlechteres Spiel, mal eine Niederlage gehören halt einfach dazu beim Fußball. Jetzt heißt es, munter putzen und in Osnabrück gewinnen. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus. Ja, ist so. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal, dass ihr keine Folge mehr von Dein FCK verpasst. Wir sehen uns am Montag wieder nach dem Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück. Und dann heißt es,
dein FCK Folge 23. Bis dahin, Peace.